Hallo! Hi! Ich habe gehört, du bist die neue Moderatorin. Ja, genau. Too Spicy. Dann wünsche ich dir ganz viel Glück heute. Ja, danke. Und wenn die Currywurst zu scharf wird, einfach ein bisschen Milch trinken. Ne? Das hilft immer ganz gut. Gute Idee. Ja, dann viel Glück. Und danke. Hast du noch dein Mikro? Danke. Dann mal los. So, willkommen zurück zur neuen Folge von Too Spicy, der Show mit der scharfen Currywurst. Wie ihr sehen könnt, haben wir ein neues Gesicht in diesem Jahr. Lisa hat den Staffelstab an Julie weitergegeben. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und wen wir heute als Gast haben, das seht ihr jetzt. Hallo, ich bin Thomas Bartel, 21 Jahre alt und habe im November meine Sportlerkarriere an den Nagel gehängt. Jetzt sitze ich bei der MVB im Büro und strebe dort eine erfolgreiche Ausbildung an. Nebenbei verkaufe ich Kameras, bin aber immer noch sportlich aktiv. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Isst du gerne Currywurst? Früher sogar tatsächlich ganz gerne, ist in letzter Zeit ein bisschen untergekommen. Ja. Wo hast du denn immer am liebsten Currywurst gegessen? Meistens, wenn wir irgendwie auf dem Weg waren, aus dem Urlaub oder zurück, wenn wir angehalten haben an einer Tankstelle oder so, war ich immer sehr froh, wenn es eine Currywurst dort gab. Mhm. Ich kann mich aber auch noch erinnern, als ich noch, naja, 5., 6. Klasse Störtebeker Festspiele, da gab es auch früh, da gibt es vorher immer eine Fressmeile, heißt das. Mhm. Und da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern, dort gut Currywurst gegessen zu haben. Klingt gut. Ja, heute gibt es eine ganz besondere Soße, die selbstgemacht ist, wirklich frisch vor einer Stunde. Und die noch ein bisschen Würze noch mit dazu bekommt. Pro Gang, sagen wir mal. Das ist gut. Das wird dann immer schärfer. Und unsere Fragen werden auch immer interessanter. Und es wird immer schwieriger, darauf zu antworten. Ja. Der Mund wird brennen, aber das kannst du sicherlich ab. Und du auch. Ja, ich hoffe, aber ich denke, wir kriegen das hin. Du hast einen sehr sportlichen Hintergrund, wie du ja schon... Ich habe einen sehr sportlichen Hintergrund, genau. Ja. Du hast letztes Jahr im November hast du dich quasi verabschiedet vom Leistungssport. Genau, ja. Und du bist 50 Meter, 50 Staffel, also kann man die das auch ein... Die Hauptdisziplinen waren 100 und 200 Meter. Oh, verdammt. Und die Staffel hat sich immer von der Tagesform des jeweiligen Wettkampftages dann ergeben. So. Und was waren deine Gründe sozusagen letzten November jetzt damit aufzuhören? Ich habe einfach das Berufliche in den Vordergrund gerückt und habe gesehen, dass die Zeit für den Leistungssport einfach zu gering war, um halt das Leistungspensum zu halten und zu erhöhen tatsächlich. Und wie kann ich mir das vorstellen? Weißt du, so Leistungssport, was heißt das? Ich meine, du bist auf die Sportschule gegangen, hast dann nebenbei dein Training gehabt. Was dann genau, ist, die Ausbildung angefangen? Das also Gute am Sportgymnasium tatsächlich ist, dass man dann auch diesen sporttheoretischen Unterricht hat, wo man dann sehr viel, wie der Name sagt, theoretisch erfährt. Und das wird in der Oberstufe wirklich so interessant, dass ich ab und zu im Unterricht mal saß und so selbst reflektiert habe. Machst du das nicht? Und das ist Wissen, das bleibt im Kopf gerade hängen. Das sind auch tatsächlich die einzigen Hefte, die ich nicht weggeschmissen habe, weil das sind Wissensthemengebiete, die muss man sich schwer erarbeiten. Natürlich, man vertraut darauf, dass der Lehrer einem natürlich die Wahrheit sagt. Ja, ja, klar. Aber wenn man das wirklich auch anwenden kann und vielleicht dadurch auch im Training, was ich auch gemacht habe, mal eine kleine Stellschraube zu verändern, das macht dann schon Spaß. Das ist wirklich ein interessantes Thema. Hat mich aber dennoch nie gereizt, irgendwas in diese Richtung zu studieren. Also bei mir war immer klar, Beruf sollte fernab vom Sport bleiben. Der Sport war die eine Sache. Und der Beruf sollte was komplett Konträres sein tatsächlich. Die Erfahrung habe ich aber auch gemacht, wenn man sich zu sehr, also beruflich zu sehr auf das konzentriert, was du in der Freizeit vielleicht machst, dann könnte das sehr, sehr gefährlich werden, dass du dann... Kann man das nicht mehr trennen. Genau. Dass das alles ein großer Kern wird, anstatt dass man sich freut, okay, ich mache jetzt das und jetzt mache ich wieder das. Genau, genau. Das ist ein großes Knäuel. Genau. Nee. Und... genau, bleiben wir mal noch beim ehemaligen Leistungssport. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, so Leichtathletik zu machen? Also hast du das schon als Kind gemacht? Es sind Familiengene. Aha. Mein Vater und auch meine Mutter waren auch hier am Sportgymnasium, damals ja noch Kinder- und Jugendsportschule.
Und wir haben beide relativ früh auch aufgehört. Mein Vater, glaube so in dem Alter, wo ich jetzt bin, so Anfang 20. Echt? Meine Mutter ist leider damals über die Hürde gestürzt, ganz früh noch. Aber es ist halt im Blut, es ist einfach im Körper drin. Mhm. Mein Bruder hat auch Sport betrieben, aber nur in Stendal. Und er hatte nie so die Idee, ach, ich gehe mal nach Magdeburg. Das war dann nicht so. Aber als dann ich als der zweite Nachkomme sozusagen dann das erste Mal die Laufbahn betreten habe, na, dann natürlich dann die Trainer ganz schnell angeklopft in Magdeburg. Haben uns da aber noch Zeit gelassen, weil das sollte alles noch ein Hobby bleiben. Mhm. Aber wir haben dann 2013 im Sommer gesagt, ja, das machen wir jetzt, das sieht gut aus, da kann man was draus machen. Und mit Eike Rudert hatten wir davor, oder hatte ich von Anfang an einen super Wegbegleiter gehabt, tatsächlich. Ja, das habe ich auch das Gefühl gehabt, aber das war für dich jetzt kein Grund. Nein. Also die Entscheidung aufzuhören war komplett Trainer und war Trainer unabhängig, ja. Ja, okay, nee, das glaube ich auch. Jetzt habe ich den Faden verloren, genau. Genau, es wird immer von, die Medien schreiben wahrscheinlich Nachwuchshoffnung, das stand bei dir auch mit dann mehrfach in irgendwelchen Artikeln oder wahrscheinlich auch im Fernsehen. Wie siehst du das? Können die Medien einen dann irgendwie mit der voreiligen Titulierung als Nachwuchshoffnung, können die? Also es ist immer schwierig, mit den Medien da zu kooperieren, wenn man natürlich mit einem jahrelang zusammenarbeitet, wie das bei mir der Fall war mit Sören Thümler. Mhm. Der wusste, ich war per Du mit ihm und immer noch, und es ist halt ein super Freund geworden. Mhm. Und der war halt auch 2016 einfach mit im Trainingslager mit dabei. Ach cool. Und da ist man sich so nah zusammengekommen und hat auch mit den anderen Trainingskameraden auch so Interviews gemacht, ein bisschen ein kleines Media-Coaching. Und er wusste halt, wie ich das da meine. Aber wenn man dann mit wem anders hat, deswegen müssen wir uns heute auch so ein bisschen rantasten hier, auf welche Wellenlänge wir halt hier zusammen unterwegs sind. Mhm. Aber wenn das dann passt, dann kann man auch erzählen und erzählen. Ein bisschen was aus dem Fettnäpfchen vielleicht auch noch. Ja. Aber muss man gucken dann. Aber mit den Medien, die man kennt, ist das dann wirklich... Ja. Ja. Schlagabtausch, man spielt sich die Bälle zu und das werden wir hier hoffentlich natürlich heute auch hinbekommen. Ja, nee, super, also Respekt, dass du einfach so, du bist ja ein kleiner Medienprofi schon. Ne? Ich versuche es wahrheitsgemäß zu machen. Muss natürlich bei der Wahrheit aufpassen, dass man keine in die Pfanne haut. Ja. Und, aber... Nee, find ich super. Ja. Also warte, kannst du mal den Zeitraum nennen, wo du dich quasi... Also wo es anfing mit den Medien bis jetzt, also 2013? Also die Medien haben mich jetzt ja schon in der Stendaler Zeit begleitet. Ich habe 2011 angefangen und da war es immer so Landesmeisterschaften, Bezirksmeisterschaften. Da hatte der Verein einen Artikel reingesetzt mit einem Bild, Name, Zeit. Ja. Und so hat das dann angefangen. Da habe ich mich immer gefreut, oh Mutti, ich bin wieder in der Zeitung. Schön. Und es hat sich dann irgendwann so weit ausgeweitet, dass dann auch die Nachbarorte so langsam... davon Wind bekommen haben und dann wurde der Kreis halt größer. Man hat immer so erfahren und auch immer noch, jetzt noch, na hier, sag dem und dem mal noch Bescheid, dass du jetzt keinen Leistungssport mehr machst, der denkt noch und also das haben sich so, naja, Fangruppierung gebildet. Nicht schlecht. Ja. Wie siehst du denn die Chancen von deiner ehemaligen Disziplin im Vergleich zu anderen Leichtathletik-Disziplinen? Also jetzt im weltweiten Vergleich. Also der deutsche Sprint hat tatsächlich nur in der Teamleistung in der Staffelform international eine Chance, weil rein körperlich sind Amerika, Jamaika sind uns einfach überlegen tatsächlich. Mhm. Aber der Wurfbereich in der Leichtathletik, Sperrwurf, Diskuswurf, da sind sie gerade gut am Aufräumen, international. Ja. Ja. Erste Currywurst. Ja. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Riecht schon scharf. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Geht aber noch. Aber die Soße ist wirklich... super toll. Es kommt ja meistens, es dauert ein bisschen. Es muss sich entwickeln. Das stimmt natürlich. So wie im 100-Meter-Lauf. Am Start war ich nie gut gewesen. Es kam dann immer so. Es hat ein bisschen gedauert. Man hat so nach 30 Meter, so denke nach jetzt, so die ersten zwei Bissen sind weg. Jetzt geht es langsam los, ja.
Ist das dann so nach vorne preschen? Okay, die ersten beiden sind vor dir, dass du dich dann so ziehen lässt und dann über dich hinausgewachsen bist? Also bei 100 Meter von vornherein richtig Bambule machen, natürlich. Aber ich hatte am Start die Schwierigkeiten noch bis zum Ende hin. Also bis zum Ende der Karriere. Da haben wir immer probiert und haben dann irgendwann zu doll am Start probiert, dass irgendwann das hinten abgeflacht ist. Und was war so deine Lieblingsdistanz zu laufen? Also ich fand 200 Meter in der Halle, wo man dann eine ganze Runde läuft mit der angeschrägten Kurve, das fand ich ganz cool. Fand ich schon, als ich damals angefangen habe, eigentlich schon sehr interessant, wie man dann, naja, eigentlich schräg dann durch die Kurve durchläuft. Mhm. Ist natürlich für Körper und Fuß eigentlich nicht so toll, aber natürlich draußen die 100 Meter, geradeaus, Startblock, es knallt und Attacke. Ich meine, richtig nachempfinden kann ich das jetzt irgendwie. Ich wünschte, ich könnte es. Weißt du, so 5 Kilometer, 13 Kilometer, 20 Kilometer bin ich schon mal am Stück gelaufen, aber es ging nie um diese, um diesen Moment, um diese von 0 auf 100. Das war eher so das Gemütliche. Ja. Ich kenne das ja auch nur aus dem Sportunterricht, aber ich glaube, wenn man da so richtig mit Leidenschaft dahinter ist, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Und für den einen ist das ja auch schwer, so nachzuvollziehen, wo da so die Unterschiede liegen mit den Distanzen. Genau, also, wenn wir wirklich mal die 10,0 Sekunden als Schulnote 1 betrachten, wird es wirklich, je näher man sich der Note 1 nähert, desto schwieriger wird es, irgendwas zu ändern. Ja. Also es ging bei mir wirklich ganz schnell los. 2013 hatte ich eine 10,84 zu stehen, mit hauptsächlich dem Training aus Ständer. Ich war, glaube ich, in der ganzen Zeit vielleicht auch so 10-mal in Magdeburg gewesen. Immer dienstags, dass ich schon mal so die Leute kennenlernen, weil auch Staffel dann so ein bisschen so uns eingrooven. Und dann bin ich dann mit der 10,84 nach Magdeburg gekommen und ein Jahr später waren wir schon 3/10 drunter. Also war es wirklich so vom Talent gezerrt und jetzt mal das Talent so ein bisschen, ein bisschen angetrieben und schon ging das los. Und dann war natürlich ein großer Sprung und dann wurde es natürlich immer schwieriger, sich dann noch weiter nach unten dann zu positionieren. Du hast ja jetzt auch schon erzählt, du gingst aufs Sportgymnasium. Da ist es ja so, dass man Sport und Schule relativ gut vereinbaren kann. Oder war das so bei dir? Es war auf jeden Fall so. Ich habe auch davon Gebrauch gemacht, das Abitur zu strecken. Auf 3 anstatt 2 Jahre. Ah, okay. Dass ich dann mit der 13. Klasse dann aufgehört habe. Man hat auch schon, eigentlich 5. bis 10. Klasse durchweg, eine Zusatzsportzeit. Muss man sich so vorstellen, Schulsport, aber dann mit dem Trainer zusammen. Okay. Um das jetzt ganz einfach zu erklären. Dass man dann so einen Block 90 Minuten Zeit hatte für Training, waren natürlich jetzt nicht die riesen Trainingsumfänge, weil so eine Zwischeneinheit, Vorbereitungseinheit auf den Nachmittag dann. Das hat sich dann in der Oberstufe insoweit geändert, dass man dann fast 4 Zeitstunden dazu Zeit hatte. Also dass man wirklich eine komplette Trainingseinheit am Vormittag einbauen konnte und am Nachmittag nochmal. Gerade so die Schwimmer, Ruderer, dann kommt der Umfang sehr entgegen. Bei uns Sprintern wird es dann Richtung, oder wurde es, wir müssen ja in der Vergangenheit bei mir sprechen, muss ich auch immer noch so ein bisschen aufpassen. Aber es ist wirklich so, je näher wir an den Wettkämpfen rangekommen sind, so wäre es jetzt auch gewesen, dass ich jetzt diese Trainingszeiten vielleicht physio, regenerative Zweck oder einfach nur schlafen. Stimmt, ja, das, ich habe das schon mit ein paar zu tun gehabt. So beim Schwimmen habe ich auch ein paar Tagesabläufe mal gehört. Genau, die haben richtig Umfang, aber wir als Sprinter sind da eher so die, die Löwen, die Tiger, die sich denken, ach, am Wochenende, halt mal jetzt nochmal einen Tag frei. Muss ja auch mal sein. Ja. So, und wie hättest du damals deinen freien Tag verbracht oder würdest du vielleicht heute noch tun? Ja, ich war auch im Danat gewesen. Das ist, denke ich, noch ein ganz wichtiges Detail. Also, sehr 20, 30 Meter unweit von der Schule. Also man hätte eine Wäscheleine zum Computerraum spannen können. Und ja, ich war von Anfang an, also ich bin, fangen wir mal ganz anders an, ich bin in meiner Freizeit PC-Spieler auch. Hauptsächlich Tastatur, also jetzt nicht Wii oder PS4, Xbox, also kein Controller, damit kann ich nicht umgehen. Also schon mal probiert, deswegen spreche ich da wirklich mal aus Erfahrung. Controller, nein. Es muss wirklich die flache Tastatur sein. Ja, damals angefangen mit Need for Speed, schon in Grundschulzeit. Aber es ist dann irgendwann doch umgeschwappt, so Richtung Multiplayer,
dass man mit anderen Leuten zusammen, auch mit meinem Zimmerkameraden, mit Toni, wenn er auch mal Zeit hatte und ich hatte Zeit, habe ich gesagt, ey, willst du? Und er so, nee, ich so, du willst, so ungefähr. Du warst sehr überzeugend, oder? Ich war immer überzeugend, ja. Ein bisschen mit Nachdruck, aber nur sprachlich und nie körperlich. Also wenn er dann sich wirklich gewehrt hat und er lag noch zusammengekauert im Bett, habe ich ihn auch gelassen, aber wenn dann der Finger gejuckt hat, wie man so schön sagt, dann habe ich ihm auch, naja, mal eine Ansage gemacht. Raus aus dem Bett. Raus aus dem Bett und rein in eine Kluft, so ungefähr. Ja. Und wie war das sonst so in einem Internat, so weit weg von zu Hause, was mehr oder weniger? Es war bei mir nie weit weg gewesen, weil mein Papa halt in Magdeburg, oder wohnt immer noch in Magdeburg. Ja. Und es war dann, wenn wirklich mal der Schuh gedrückt hat, dann ist er halt eingesprungen, dass er vorbeigekommen ist. Oder der Weg bis nach Stendal ist ja auch nicht weit. Also es gab zum Anfang, hatte ich so meine Schwierigkeiten, mich so einzuleben. Aber es hat sich dann so weit geändert, dass wir 2016, 2017 so ein Internatsaktiv ins Leben gerufen haben, wo man dann Probleme bespricht. Das war bei uns, was mich auch ganz stark betroffen hat, dann die WLAN-Verteilung im Internat. Also war es dann durchaus auch ein persönliches Thema, warum ich mich dann da in den Vorstand habe wählen lassen. Mhm. Ist auch daraus resultiert, weil ich dann 11., 12., 13. Klasse auch Klassensprecher war. Mhm. Und also ich habe dann irgendwann auch Verantwortung übernommen, aber immer noch mit dem Leistungssport im Vordergrund. Und das war ja zu Schulzeiten, war das ja Bombe. Also ich habe ja 2017, das war ja eine Saison, war ja fast wie ein Bilderbuch. Also es gibt ganz wenige Sachen, wo man sagen kann, hättest du da noch, dann wärst du. Es gibt eine Sache, auf die können wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen, wie ich mir dann vielleicht doch die Bronzemedaille damals noch in Italien einzeln holen hätte können. Hätte, Fahrrad, genau. Aber wenn ich das Video jetzt immer noch sehe davon, ärgere ich mich tatsächlich. Weil es war unschön. Ja, na gut, es ist okay, du darfst dich ärgern. Ja. Kannst du eh nichts mehr ändern. Das stimmt. Im Nachhinein kann man immer. Ja, und was hast du, ich möchte gerne noch mal auf die Videospiele zurückkommen, das ist mein Fachgebiet. und ja genau, wir waren bei Need for Speed in der Grundschule. Und dann, jetzt, war doch LOL, ne? LOL, genau, ja. League of Legends. Da hatten wir auch, wann war das? Das hat sich so ein bisschen unglücklich überschnitten tatsächlich. Und zwar in der Woche, wo ich gesagt habe zu meinem Trainer, ich höre auf mit dem Leistungssport, gab es hier den Off-Light City Fight. Mit dem E-Sports-Verein in Magdeburg und mit Moment. Marius? Nee, fällt die Firma gerade nicht ein. Ach so, Regiocom. Regiocom, genau, dankeschön. Und die haben dann, es waren halt, wie gesagt, ein Offline-City-Fight. Also es kamen dann Vereine, E-Sports-Vereine, Leipzig, Berlin sollte auch kommen. Wenn Berlin gekommen wäre, wäre es schon prominente Besetzung tatsächlich auch gewesen. Und dann wurden wir gefragt aus der Sportclub Magdeburg Marketingabteilung, weil der dort arbeitet, der Sascha, der wusste, dass ich viel am PC bin. Und der hat gefragt, kennst du wen? Ich bin nur so, ich kenne wen. Aber dann waren wir tatsächlich auch eine LOL, League of Legends Besetzung, die dann da saßen, die auch entweder noch Athleten beim SCM waren oder ehemalige Athleten. Ach cool. Wir haben natürlich ordentlich auf die Mütze bekommen, weil wir natürlich jetzt nicht in Anführungszeichen hauptberuflich machen, sondern halt wirklich nur zwischen Pause und nächste Stunde so ungefähr. Wenn wir mal Zeit haben, spielen wir in den Ferien mal ein bisschen länger. Halt ohne Coach. Wir hatten vorher ein Coaching gehabt. Das war ganz interessant. Das hat uns auch privat für unseren Spielfluss ein bisschen vorangebracht. Aber was dann da abging, wir haben dann halt gegen die großen Clubs quasi gespielt. Also jetzt mal ganz überspitzt dargestellt. Du bist ich und wir laufen gegeneinander. Bin ich der Leipziger E-Sport-Club, der das SCM-E-Sports-Team besiegt hat. So, ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Alles aber gut, alles gut. Der Vergleich Unterschiede, mit der Heldstand. Also wirklich, da dauert ein Spiel so 20 bis 30. Wenn es ein bisschen schwieriger ist für beide Seiten, 40 Minuten. Bei uns waren noch 15 Minuten. Naja, die Basis war kaputt, ne? Ab ins nächste Spiel, ne? Ja, cool. Du hast doch mal gestreamt, ne? Ich hab's mal versucht. Du hast es mal versucht, dann hast du es wieder aufgegeben. Ah, ich hab geguckt. Ich hatte mal 5 Zuschauer gleichzeitig. Aber die Interaktion, da hatte ich damals nur noch einen Bildschirm und immer mit hin und her, mit raustappen und so. Ich hab's mal probiert, ein bisschen mit Nachdruck auch, aber hat nicht funktioniert. Ich hab sogar schon mal 8 gehabt, aber nur mit Hilfe. Also ich denke wirklich so, ist ja auch das Thema so YouTuber, Streamer, wird man wirklich, wenn man A, eine übelst krasse Idee hat,
Oder wenn man halt irgendeinen kennt, der einen kennt, der einen irgendwie mal bei YouTube, Instagram promotet und der ihn einen dann da rein buxiert in diese Region. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt YouTuber werden, ich möchte jetzt Streamer werden, schwierig. Macht man das 2 Jahre, kommt dann vielleicht auf seine 2000 Abonnenten, vielleicht beständige 50 Zuschauer, die sich wirklich freuen, weil die vielleicht wissen, okay, der ist lustig, aber es weiß nicht der Richtige, dass du lustig bist. Das ist das ganze Problem dabei. Das stimmt, du brauchst auch eine gewisse Regelmäßigkeit dabei. Genau. Ich kenne halt auch ein Streamer-Pärchen. Und das ging halt nicht, weil da war ja noch Schule, Sport. Wie willst du da noch groß streamen? Ja, deswegen, da musst du dir wirklich Zeit nehmen. Zeit, genau. Also ich habe das jetzt mal 20 Minuten, also irgendwie, ich habe ein Spiel angefangen, habe dann 20 Minuten gestreamt und dann wurde ich unterbrochen, weil irgendwie Telefon geklingelt hat. Das darfst du ja eigentlich gar nicht machen. Eigentlich zum Anfang nicht, weil sowas ist, wenn du auch neue YouTube-Videos machst, das muss wirklich von der, muss piekfein sein, muss das. Ja, und dann, wenn du irgendwann so deine Fanbase hast, dann kannst du sagen, komm, mach mal ein paar Faxen hier, Aber zum Anfang brauchst du 10 Videos, wo du dir sagst, okay, das ist wirklich astrein, das ist wirklich so richtig ekelhaft durchgeplant und geil. Und dann kann man irgendwann nicht schleifen lassen, man muss dranbleiben, aber man kann die Thematik so ein bisschen, man kann die Zügel ein bisschen locker lassen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Scheinst du ja ganz gut damit auszukennen. Wer die Idee mal hatte, der hat sich natürlich damit befasst. Ne? Wenn man natürlich ordentlich aufs Maul geflogen ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ach komm. Aber jetzt, wo du ein bisschen mehr Zeit hast, wäre das nicht wieder was? Nee, wie gesagt, die Ausbildung ist jetzt wirklich das, was wiegt. Also jetzt haben wir den Block Schule und Sport. Das sind halt jetzt, im Lebensbereich ist das Zeit, was jetzt nur in den Beruf investiert wird. Ja. Finde ich, so denken viele. Das ist halt das Standbein fürs Leben. Ich meine, man kann sagen, also ich hätte den Leistungssport unter der Bedingung, Mitarbeiter, Auszubildender bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben hätte funktionieren können, aber bei mir war nie die Idee da gewesen, auch nie der Wille, okay, machen wir eine Teilzeitausbildung, halt 6 Stunden pro Tag. Das wäre es nicht gewesen. Da kommst du auch gar nicht richtig an, oder? Ich meine, gerade im Büro geht es ja auch darum, dass du die Kollegen kennenlernst und da schnupperst du in verschiedene Bereiche rein und wenn du so, ach, der Leistungssportler, dem ist das hier gar nicht so wichtig. Ja, das ist blöd. Ja, nee. Also es ist dort nie so angekommen, dass es hieß, er macht die Ausbildung nebenbei, es war genau andersrum und so muss es auch sein. Ja. Ich war der Auszubildende und habe nebenbei Leistungssport gemacht. Und das ist eigentlich auch schon das Problem. Man kann nicht nebenbei Leistungssport machen. Ja. Also man kann Ausbildung machen, aber halt unter den abgeflachten Bedingungen, die ich halt nicht haben wollte. Ja. Wie bist du denn überhaupt auf diese Ausbildung gekommen? Also es ist ja was ganz anderes, du hast ja schon gesagt. Kontakte. Kontakte, um das so im Raum stehen zu lassen. Aber trotzdem mit Bewerbung und Vorstellungsgespräch. Aber wir haben das dann gleich so gemacht, dass mein Trainer dabei war, dass wir denen gleich sagen konnten, wir wollen die Ausbildung machen, wir nehmen das ernst hier, wir wollen ordentlichen Abschluss machen. Aber, und dann kam der Plan, Trainingslager. Dezember Teneriffa, Januar Teneriffa, März immer Teneriffa. Und da kommen irgendwann die Wettkämpfe, da fällt der Freitag dann raus. Ja, kannst du mal Teneriffa noch kurz erklären? Das ist so das Standard-Trainingslager. Genau, das Trainingslager, wo wir uns jetzt die letzten Jahre, oder wo es immer die letzten Jahre jetzt hinging. Also ich glaube, das erste Mal war ich 2015 da gewesen, wo sich dann auch schon so entweder die Jugend- oder die Männerstaffel dann zusammengesetzt hat, getroffen hat. Um die Hallensaison so ein bisschen gemeinsam vorzubereiten, aber auch so Ausblick auf den Sommer. Wurde dann so Richtung März dann, wenn man im Frühjahr sich nochmal getroffen hat, wurden dann schon die ersten Staffelwechsel gemacht. Also ich bin 2019 im März, bin ich schon richtig schnell gelaufen. Und so schnell war ich das letzte Jahr, oder war ich 2019 dann gar nicht mehr gewesen. Also ich hatte quasi im März meinen Top-Speed und dann ging es abwärts. Und da wusste ich auch nicht, was ist denn jetzt hier los? Hab mal probiert, aber zu verbissen dann. Na klar, das ist... Ja. Oh, ja. Die nächste. Einmal schärfer. Dankeschön. Oder so. Das wird's. Achso, danke. Danke. Na dann, so, auf in den Kampf. Ich bin gespannt. Also ich esse aber privat auch wenig scharf, tatsächlich. Ja? Wenig, ganz wenig scharf, nur Oh, ich richtig viel. Also ich
Ja, ich habe richtig viele scharfe Gewürze zu Hause. Ja. Also nicht, dass das hier Einfluss darauf gehabt hätte. Also ich habe Muskatnuss zu Hause, Pfeffer. Und? Das war es dann, glaube ich, auch schon. Salz ist ja kein wirkliches Gewürz tatsächlich. Mhm. Ich esse auch richtig gerne scharf. Bei uns ist in der Familie immer so ein Wettstreit. Mein Vater, mein Opa, Onkel. Oh, wer kann mehr? So. Mhm. Oh, Entschuldigung. Ja, schon ordentlich. Das feuert schon ein bisschen, ja. Ui. Das Sprechen wird schwerer. Und die Atemgeräusche werden lauter. Und der Schweiß. Stimmt, du hast auch noch so einen dicken Pulli an. Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet, aber. Ach so. Dann macht die Atemwege frei. Hätten wir das gewusst, hätten wir die Taschentücher hingestellt. Mensch. Nicht schlimm. So, jetzt, Kommt man, wird man ganz durcheinander auf einmal, ja? Aha. Wenn die Geschmacksnerven auf einmal gereizt werden. Ja, du siehst noch so entspannt aus, was ist los? Möchtest du hier übernehmen? Du hast ja noch gar nichts getrunken, fast. Wir sind hier schon völlig fertig. Nein, wir können das ab. Wir sind total trainiert. Ihr macht das ja, oder du zumindest öfter, du halt das erste Mal. Ja. Mhm. Wenn du jetzt schon in Stufe 2 schon hier Schnappatmung bekommst, dann ist ja eigentlich relativ kurze Gespräch mit anderen Gästen hier, oder? Ja. Ja, du hast gerade. Deswegen sind wir auch zu zweit, wenn ich nicht mehr reden kann. Genau. Also, muss ich übernehmen. Damit du dann gleich Erste Hilfe. Mancherfalls, Führerschein ist auch noch 3 Jahre alt. Ist der Erste Hilfe auch noch irgendwo? Ein bisschen die Handgriffe sind drin. Sport und E-Sports. Ja, ne? Genau. Ich wollte noch fragen, du hast jetzt erzählt, du hast dich dann auch nicht mehr weiter verbessert letztes Jahr. Was war denn so der ausschlaggebende Grund, dass deine Karriere zum Ende, sorry. Also diesen Gedanken aufzuhören, als der im Kopf drin war, da war mir klar, jetzt ist vorbei. Also da wusste ich, wenn du diesen Gedanken mit dir rumträgst, kann das nichts mehr werden. Als ich dann mein Trainer dann gesagt habe an dem Montag, wir müssten mal reden. Als ich das dann so ausgesprochen habe, ich möchte vom Leistungssport Abstand nehmen, da hat sich das dann danach leichter angefühlt, schon. Weiß man jetzt nicht, wenn man da jetzt angeknüpft hätte und gesagt, okay, machen wir so ein bisschen so Restart, machen wir jetzt so 2020, machen wir komplett ruhig. Mhm. Und dann fangen wir 21 wieder an für Olympia 24 dann, aber als ich mir gesagt habe, nein, dann war nein. Und ich bin nicht so einer, so halb das, ich bin so einer, es muss dann vorneweg, muss das, nicht. Genau, ganz oder gar nicht, genau. Genau. Jetzt brauchen wir ein Taschentuch. Ja, Taschentuch. Kann jemand ein Taschentuch bringen? Danke. Genau. E-Sports. Genau, E-Sports und Sport. Wir hatten als letzten Gast Marius Lauer, kennst du den? Caster für Rainbow Six, Magdeburger. Ja, doch, der Name. Ja, doch, ja, genau. Grüße an Marius, dein Bart ist markant. Ja. Wir waren ja da gewesen zum Training. Für diesen Offline-City-Fight, da waren wir abends da gewesen. Okay. Ich glaube, allein mit diesem Abend habe ich schon die ich dabei gehabt hatte für mein Team, die drei. Es waren Henrik, Toni und ich waren das. Haben dann 2 vom E-Sports-Team Magdeburg bekommen. Ja. Ich glaube, ich habe da Henrik und Toni schon so ein bisschen mal auch einen kleinen Gefallen getan. Mhm. Ja. Wir sind da reingekommen. Das darf jetzt auch wirklich nicht böse klingen. Wir sind da reingekommen. Fast Food. Ja. Da war für mich klar, du bist zu Hause. Jetzt nicht, also ich ernähre mich zu Hause gesund, aber es war wirklich so klischeehaft, dunkle Bude. Es war gelüftet, aber es war schon interessant. Dann natürlich halt Coaching mit einem Trainer im Hintergrund. Mhm. Und dann halt zusammen spielen. Da haben wir so Testspiele gemacht gegen andere, die halt nicht wussten, dass da ein komplettes Team halt hintersteht. Mhm. Da war das halt andersrum. Ja. Waren wir 5 und haben die dann halt nach 15 Minuten an ins Jenseits geschickt. Mhm. Weil wir halt wirklich einen Plan hatten, wir machen das so und so ziehen wir das durch. Mhm. Das hat uns dann so gehypt, dass Toni, mein Zimmerkamerad zu der Zeit noch, dass wir danach noch so aktiv weitergespielt haben und das so ein bisschen so mitgenommen haben. Also kann man wieder sagen, halt Sporttheorie, das eine für den... ja,
Halb, genau, es war halt so wie Sporttheorie war das halt. Wir saßen wirklich da eine halbe Stunde, wir hatten eine PowerPoint aufgebaut, ihr macht das so, wir wollen die Teamkombination spielen. Wir wollen halt in der und der Minute das Spiel beenden. Ging natürlich in den Testspielen dort vor Ort ganz gut, wurde natürlich genauso gegen uns dann angewandt. Und was hat Marius gemacht? Der war Klobe nebenan und hat den E-Sports-Kanal auf Twitch befeuert. Also der saß nur daneben, ja. Nee, wir haben ihm beim letzten Mal die Frage gestellt, okay, ist E-Sports Sport? Meiner Meinung nach ja. Nicht nur, weil ich es mag, sondern weil ich jetzt auch dadurch einen Einblick bekommen habe, dass es halt auf jeden Fall Sport ist, weil Training, Trainer... Ich habe jetzt natürlich nicht diesen sporttheoretischen Satz im Kopf, was ist Sport, was ist Training sozusagen. Ja. Aber man kann E-Sports vermarkten, besser als Leichtathletik tatsächlich. Es gab die ESL-Meisterschaft hier in Magdeburg in den Messehallen. Jetzt gerade erst. War rappelvoll. Was, du warst da? Ich war nicht da, aber ich konnte es mir denken. Also, beziehungsweise habe es auch dann auch gehört. Also, das muss ordentlich voll gewesen sein. Das Spannende war ja, ich war als Frau da. Saß, hat mich wirklich eine Sekunde hingesetzt und da kam schon irgendein Dokumentarfilmteam und fragte, ob ich ihnen ein Interview geben würde zum Thema E-Sports und warum ich hier bin. Ja, also jetzt ist er auch dran. Ja. genau, da haben sie mich gleich abgegriffen. Ich bin gerade angekommen, habe noch nicht mal die Jacke ausgezogen. Bei dem City Fight, den wir dann Mitte Oktober hatten, gab es auch wirklich nur ein Mädchen. Ich glaube, oder Hochschule Bernburg oder irgendwie so, die hatten ein Mädchen dabei gehabt. Sonst nur Jungsdomäne. Das ist krass. Also war wirklich, war eigentlich so ein Jugendmänner, ich zocke gerne Wochenende. So richtig Klischee, wie man sich das vorstellt. Genau, wie stehst du denn eigentlich dazu? Oh, ich spiele überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich habe früher manchmal als Kind mit meinem älteren Bruder. Nintendox. Genau, sowas. Nein, auch schon so ein bisschen Videospiele, aber ich kann eigentlich nichts. Zum Beispiel aber auch. Das kann ich gar nicht so. Jump-in-One-Spiele, weder Nintendo, Mario, Super Mario, Bros, sowas gar nicht. Bin ich nie rangekommen. Sowas macht richtig Spaß. Mario Kart dann wieder, ja. Das ja. Also Jump-in-One mit, du musst jetzt hier hoch und dir da den Stern holen und dir da den Pilz und hast da nicht reinspringen, weil da eine Pflanze rauskommt. Ja. Nein. Bin ich nie rangekommen. Echt? Nee, also das ist dann was das für mich. Aber ansonsten so richtige Videospiele. Ja, da bin ich nie rangekommen, sozusagen. Du hast gerade was Interessantes angesprochen vor drei Sätzen. Du hast gesagt, E-Sports lässt sich besser vermarkten als Leichtathletik. Ja. Mit Blick auf Tokio 2020 finde ich ganz besonders interessant, dass zwei Tage vorher eine E-Sports-Meisterschaft stattfindet. Also. Das ist, denke, im Rahmen von Olympia. Ich glaube, nee, es war sogar vorher. Also unabhängig. Also vorher, von Olympia, ne? Weil die wollen das da halt ranbringen. Die wollen, ich meine, die Koreaner. Die haben ja da wirklich Internetsperren von Mitternacht bis 6, dass die Schüler schlafen. Was? Die sind in Korea, sind die da so hinterher, die haben die Internetleitung und die sind da noch verrückter als wir. Also auch so von den ganzen Ranglisten, was bei denen, sagen wir mal, Stufe 5 von 10 ist. Also 10 ist gut, 1 ist schlecht. Da ist bei uns die 10, ist da vielleicht die 8 oder so. Krass. Weil die da alle so hinterher sind, weil der Hype, der ist halt, und die auch mit Cosplay und alles drum und dran, die sind ja richtig verrückt. Das ist eine richtige Kultur. Genau, Na, da hängen wir noch ein bisschen hinterher. Ja. Stimmt. Und dann meine ich auch mal irgendwie gehört zu haben, dass sie halt versuchen, auch den E-Sports-Bereich Olympia-fähig zu machen. Aber E-Sports ist ja nicht nur League of Legends, ist ja auch die, sagen wir mal, unschöne Seite von Ego-Shootern, Battlefield, Counter-Strike, sowas halt. Aber E-Sports ist auch, naja, League of Legends, Rainbow Six, sowas. FIFA auf jeden Fall. FIFA, ja. Also es würde mich nicht wundern, wenn sie FIFA tatsächlich als erstes olympiafähig machen, weil Fußball damals das doppelte Marketing, aber E-Sports und Fußball. Ja. Was wünscht sich einer mehr? Stimmt. Weil ich denke, FIFA ist auch mit das verbreitetste Spiel tatsächlich. Ich glaube, so beliebt sowieso. Ja. Da bin ich auch nie rangekommen. Hab gegen meinen Bruder früher mal verloren. Also ich bin da wirklich bei Spielen. Ich bin da bei dir. Ja. Da komme ich bis heute nicht ran. Wenn ich in meiner Liste irgendwie sehe, da spielen 10 Leute FIFA, denke ich mir so, mei. Ich wusste nur, dass Kreis immer Grätschen war. Also mein Bruder hatte immer die ganzen Verletzten, aber ich hatte auch die Gegentore dann gehabt. Geil. Oh, ja. Ach nee, genau, bei den deutschen Meisterschaften habe ich mal den Controller in die Hand genommen bei FIFA und dachte so, boah, nee, oh nee, kein Schusstraining, das ist langweilig, nein. Ja, wie gesagt, dieses Gefühl habe ich nicht. Ja. Geht nicht. Ich auch nicht.
Also, du hast ja noch ein spezielles Hobby. Ja. So, ein ganz, ganz anderes Hobby. Mhm. Man hätte ja fast bei dem YouTube-Thema schon drauf kommen können, aber das wollten wir uns ein bisschen aufheben. Genau, das Thema Film, denke ich. Genau. Film. Hat sich auch darüber entwickelt. Ich habe irgendwann mal angefangen, auch diese Idee, ach komm, wünschst du dir zum Geburtstag eine GoPro? Mhm. Zeigst du mal so, wo du rumfährst. Natürlich ja. Nicht hochgeladen, naja, weil ich damals natürlich schon reif genug war, naja. Muss jetzt nicht jedem zeigen, wo du wöchentlich Fahrrad langfährst. Ja. War eher so für mich selber zu gucken, was kannst du damit machen. Die Schnittprogramme damals natürlich begrenzt, weil es natürlich auch eine Kostenfrage, was man sich dann holt. Und dann irgendwann so gedacht, so 2-3 Jahre Pause gemacht. Und irgendwann ging es dann los, habe ich mir eine Spiegelreflexkamera geholt. Hauptsächlich für Fotografie, weil dann auch die Wettkämpfe, es ging weiter weg. Die Eltern sind mitgefahren und ich selber wollte natürlich auch für meinen Social-Media-Kanal, Instagram zum Beispiel, weil ich ja Bilder habe. Mhm. Und das nur mit so einem Handy und ich zoome dann ran. Ja. Das kann man ja irgendwann wegwerfen. Aber dann irgendwann die Spiegelreflex geholt, damit gefilmt und jetzt sogar so weiterentwickelt, selbstständig schon, dass ich wusste, okay, das passt nicht so, muss aufgerüstet werden. Mhm. Und jetzt bin ich halt momentan dabei, da so im Hintergrund so ein kleines Projekt zu kreieren. Aha. Wo ich jetzt natürlich, da wird tatsächlich noch nichts heim? Erzählt, genau. Und da wird jetzt auch auf Instagram dann groß umstrukturiert. Ich habe eine relativ große Reichweite bei Instagram. Und da versuche ich jetzt, dass ich da einige Leute für begeistern kann. Ich habe es ja ab und zu schon mal angeteasert. Hier gibt es eine Veränderung. Ja. Ist natürlich jetzt Leistungssport unabhängig. Ich hätte es auch gemacht. Angenommen, ich wäre jetzt noch Sportler, würde ich das jetzt trotzdem machen. Mhm. Aber dann wäre ein für mich relativ großer Social-Media-Hype entstanden, der dann wieder den Zeitrahmen gesprengt hätte. Also hätte ich das wahrscheinlich wieder dann abgewegt. Okay, jetzt machst du mich neugierig. Das klingt alles ganz spannend. Also es geht, denke ich, so Mitte Februar habe ich ja angekündigt schon. Es steht auch auf meiner Instagram-Seite so, Restart 15.02. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mit meinen Eltern da am Wochenende mir ein Eishockeyspiel angucke in Berlin gegen Mannheim. Was wir auch zum ersten Mal machen, war so ein Familienweihnachtsgeschenk gewesen. Hat mich auch gefreut, weil ist auch mal interessant zu sehen. Ja. Also hast du noch kein Eishockeyspiel? Noch kein Eishockeyspiel. Oh, das ist so cool. Ich habe auch tatsächlich hier in Magdeburg nur ganz selten ein Handballspiel gesehen. Also ich habe vielleicht in meiner ganzen Lebenszeit hier mir 3 Handballspiele angeguckt. Ja, ich war jetzt auch nicht so häufig beim Handball. Ja gut, weil ich war nun näher dran, Sport und Sport. Ja, das ist, was wir vorhin hatten, mit Sachen, wo du eh schon nah dran bist. So. Ja, die sind auf einmal, denkst du, ach nee. Weil man die ganze Zeit mit Sport, dann will man seine Freizeit nicht auch in Anführungszeichen mit belasten, ja. Außerdem ist natürlich absolut Sportfanat und sagt sich, ey, komm, hier, heute Training, dann noch Schwimmen und dann noch das Handballspiel gegen Kiel so ungefähr. Ja. Mhm. Meine, gegen Kiel, das kann man sich angucken. Ja, aber wenn es jetzt, sagen wir mal, nur ein mittelklassiger Verein ist, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, kann man sich auch im Fernsehen angucken. Ja. Weil das würde zum Glück noch übertragen. Ich habe damals auch das Dilemma an der ARD mitbekommen, wo Magdeburg gegen Kiel gespielt hat, wo sie dann in den letzten 10 Sekunden schon die Didi-Werbung und die Lottofee eingeblendet haben. Da ging es ordentlich durch die Medien. Mhm. Ja. Genau, wie wichtig ist das überhaupt als Leichtathlet, Social Media zu machen? Du hast ja deswegen eigentlich angefangen, oder? Dass du dich so Instagram? Genau. Ich meine, also, jetzt machst du es dann weiter? Also ich habe Instagram damals tatsächlich angelegt, als ich das erste Mal mit den Magdeburgern im Trainingslager war. Aha. Also der erste Post war im Trainingslager. Mhm. Also hat es damit auch angefangen, okay, ich mache jetzt Sport. Zeigst du dir immer so ein bisschen was. Mhm. Natürlich bedeckt gehalten, hatte damals von meiner ehemaligen Freundin so einen kleinen Teddybär dabei gehabt. Hab den dann überall mit hingesetzt, wo ich war. Hat sich dann so durchgezogen, ich bin jetzt in Jena, ich bin jetzt in Mannheim, ich bin jetzt in Florida, ich bin jetzt in Kolumbien. Aber es ist dann auch zugrunde gegangen und dann war es ein bisschen Ruhe und da habe ich mir gesagt, komm 2016, jetzt machst du mal richtig Feuer. Und das hat sich dann auch in den Abonnenten- und Like-Zahlen dann auch wieder gespiegelt. Es ging sogar so weit, dass man dann im Folgejahr, dass ich 2017 was mit Pfanner machen konnte, eine österreichische Getränkevermarktung. Ja, klar. Genau, da gab es ein kurzes Gewinnspiel dann gewesen. Aber danach ist auch der Hype so abgeflacht, leider. Da hatten wir noch 2017, hatte ich noch den Erfolg aus dem Sommer, die Europameisterschaft, Goldmedaille Staffel, 4x100 Meter. Mhm. Und dann der einzelne 4. Platz, der aber auch ganz hoch gewertet wurde. Mhm. Und dann ging es noch so los bis zum Ende des Jahres. Mhm. Aber dann, als es hieß neue Saison, 2018, was letztes Jahr war, das war dann. Man konnte natürlich so mitnehmen in die Hallensaison, ein bisschen Hype, aber dann
so langsam abgeflacht und dann musste man halt wieder sehen, wo man bleibt. Aber ne? Du hast dich jetzt nicht noch näher beschäftigt so mit, wie kann ich Follower kreieren? Nein. Das kam dann so. Und du hast es intuitiv gemacht. Genau, man ist halt international unterwegs. Mhm. Und man hat ja auch, wie man vielleicht mal zeigen kann, wir haben den Namen als Startnummer. Mhm. Und deswegen, man guckt, ich habe selber auch geguckt, man erkundigt sich vielleicht ab und zu mal so ein bisschen, wer ist denn das? Mhm. Einige, gerade so die aus Großbritannien, die hat man 2015 das erste Mal gesehen, mit denen ist man jedes Jahr fast im gleichen Flieger irgendwo hingeflogen. Weil es tatsächlich immer die gleichen. Man hat es im Trainingslager auf Teneriffa dann gesehen. Also da freundet man sich ja bestimmt auch an. Ja, oder man hat die Sympathie und dann, dann flacht auch die ganze... Die Nervosität ist dann halt einfach auch in Anführungszeichen weg, weil man weiß, ach hier, der Bombi ist schon wieder da aus Großbritannien, den kenne ich doch. Mal kurz mal shake hands, wie geht's, ne? Macht vielleicht einen kurzen Spaß hier. Ach, guck mal, ist was im Haar. Dankeschön. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ja? Schon fast ein bisschen Angst. Das ist übrigens die nette Carolina, die quasi noch drauf gewürzt wurde auf die entspannte Currysoße. Okay. Aber schmeckt im ersten Moment immer gleich, ja? Genau, im ersten Moment immer völlig okay. Und dann das Feuerwerk. Die finde ich gerade aktuell eigentlich noch, weniger schlimm als die andere, ja. Geht und auch gleich. So. Gleich. Kommt aus den Ohren raus. Ja, genau, gleich machen wir wieder Schnaubquartett, Duo. ja. Ja, zum Thema Film. Genau. Noch eine Sache, die mir auch so ein bisschen persönlich am Herzen liegt. Wir haben in Ahrensee einen Jugendfilmcamp. Genau. Ja. Ich war 2017 war das, genau, war ich da gewesen. Nach der ganzen Europameisterschaftssache war noch so eine Woche Ferien. Da habe ich mir gesagt, Kinder. Angemeldet, mitgemacht, haben schönen, einfachen, vielleicht auch ein bisschen, naja, nachdenklichen Film dann gedreht, so einen Kurzfilm, keine 5 Minuten. Haben da auch einen kleinen Filmpreis lokal gewonnen. Aber das ist halt wirklich, das war damals noch ein bisschen kleiner. Und das zweckt auch ganz schnell. Also sind sie jetzt sogar so weit, dass sie mit dem Integrationsdorf Ahrensee im Winter Kurzfilme gedreht haben, halt mit einer körperlich und geistig beeinträchtigten Kindern. Und haben jetzt auch für Eltern aktuell oder jetzt vor ein paar Wochen auch Workshops gemacht. Das war sonst immer so, also von 16, 17 bis maximal 25, dass die Altersspanne nicht so groß wird. Aber wer will nicht mal als Mutti und Papa auch mal hinter der Kamera stehen oder vor der Kamera? Und stehst du lieber vor oder hinter der Kamera? Ich war hinter der Kamera. Weil als Schauspieler sehe ich mich nicht so. Ja. Julie hat ja auch so ihre Erfahrungswerte. Ja, naja. Also, was machst du hier gerade beim... Naja, du bist ja nicht nur Moderatorin. Genau, ich bin ja nicht nur Moderatorin hier. Ich mache hier ein freiwilliges soziales Jahr und ich stehe natürlich auch ganz gern mal hinter oder vor der Kamera. Also mir macht das auch Spaß. Wobei, also ich finde, es gibt vieles und es gibt natürlich die interessanten technischen Aspekte so mit den Kameras, aber ich finde es auch super interessant, wie so ein Film einfach entsteht, wie die Leute so zusammenarbeiten und sowas. Hast du gerade was Aktuelles? Ach, ich schneide gerade schon seit Ewigkeiten was für unser interkulturelles Magazin. Und das wird jetzt auch bald fertig, aber dann muss ich mal sehen, worüber ich als nächstes einen Beitrag machen will. Wie siehst du die Chancen für filminteressierte Jugendliche in Sachsen-Anhalt, was zu machen, so wie das Filmcamp? Mitmachen. Also anmelden ist, ich weiß nicht, ob das jetzt für den kommenden Sommer schon vom Tisch ist, weil was kommt da? Also, das Ding ist, das Filmcamp war in der Zeit, wo ich da war, lokal in Sachsen-Anhalt, gar nicht so bekannt gewesen. Das waren eher so Bayern, Österreich. Die haben so gedacht, ey, da ist was, ey, cool, lass mal hinfahren da. Ja. Was, echt? Ja. Aus Bayern, also aus lokal, ich war so der Einzige aus der Region gewesen in der Woche. Und eine war, glaube ich, noch so bei Berlin. Aber sonst ganz weit weg. Die hatten auch in dem Jahr 2017 auch China und USA welche da gehabt. Wow. Also, es ist überregional, es ist ein Boomer damals gewesen. Aber ich glaube, dass du natürlich auch durch Mundpropaganda hauptsächlich. Es ist auch in Ahrensee auch relativ versteckt. Das ist am See, auf dem Campingplatz. Das ist halt auch nur ein Banner, Jugendfilmcamp Ahrensee. Entweder fährst du vorbei oder siehst es, wenn du Glück hast. Ne? Ja. Aber dahinter geht's dann los. Technik.
Wohnwagen. Das ist eigentlich auch. Alles ist darauf abgestimmt. Ja. Krass. Nicht schlecht. Und es ist auch, also vom damaligen Preis her, es waren keine 500 Euro dafür, dass man die Technik bekommt, dass man Workshops bekommt. Und das ist, denke ich, relativ teuer. Ich meine, wenn ich jetzt hier irgendwo privat mir einen suche, ich will mal eine Woche Kameramann werden. Ja. Teuer. Ich will Schauspieler werden. Teuer. Und da in einer Woche Verpflegung, Essen, das ist. Ordentlich. Ja. Wie lange? Eine Woche. Eine Woche von, man muss überlegen, Sonntag ist, glaube ich, Anreise. Und Sonntag ist dann auch wieder Abreise. Ja. Samstagabend ist dann Vorstellung der Rohschnitte von den Filmen. Und dann gibt es halt im Anschluss noch das Filmfestival. Das ist dann meistens eine Woche nach dem letzten Filmcamp oder abschließend mit dem letzten Camp. Es sind immer so 12 Wochen im Sommer, 10 Wochen, je nachdem, wie doll sie sich halt auslassen wollen. Ja. Und dann kommen da alle nochmal zusammen. Das ist natürlich blöd für die, die von weiter wegkommen. Ja. Aber wer wirklich filmbegeistert ist, der macht das normal. Weil das ist dann, weil es auch nur so eine Art, Gemeindesaal. Also da müssen sie auch die nächsten Jahre mal sich so ein bisschen überlegen, wollen wir nicht mal aufstocken. Draußen kann man es nicht machen, weil wenn es an dem Tag regnet, ist blöd. Aber sonst könnte man dann ein Riesending aufziehen tatsächlich. Also ich sehe in diesem Filmcamp, so wie ich jetzt auch spreche, ich habe zu den Leuten momentan keinen Kontakt mehr. Seitdem ich da war, eigentlich nicht mehr. Also 3 Jahre dort fast. 3 Jahre fast, ja, aber Bombending eigentlich. Potenzial. Und es kann nicht schlechter werden, weil Technik entwickelt sich weiter, je mehr Teilnehmer, Geld, ja klar, die müssen ihre ganzen Materialien finanzieren, aber das macht schon echt Bock da. Schön. Und wann machst du beim Jugendvideopreis mal mit? Ja. Vielleicht mit meinem kommenden Projekt, man weiß es noch nicht. Gut geantwortet. Ah. Ja, wir haben uns auch was überlegt. Ah, nein. Ach, nee, verdammt. Das ist das Zeichen der Regie, dass wir langsam zum Ende kommen sollen. Oh. Ja, der Bildschirm ist heute stumm geblieben, leider. Genau. Wir hatten noch so ein kleines Filmquiz mit dir vor, aber wir haben zu viel geredet. Ich hoffe, wir haben gut geredet. Wir haben sehr gut geredet. Uns hat es richtig Spaß gemacht. Mir auch bis jetzt, ja. Könntest du vielleicht noch kurz mal hierzu was? Das ist dein Lieblingsgegenstand. Genau. Soll ich einfach mal in irgendeine Kamera? Also, brauche ich jetzt sehr kurz mal eine Kamera 2 am besten dafür. Dass ich mal einfach zeige. Ja. Genau. Und zwar ist das eine ganz normale, oder eine normale Startnummer nun nicht. Aber wenn man so bei deutschen Meisterschaften unterwegs ist, als, sagen wir mal, herkömmlicher Athlet, normaler Athlet. Ich bin lokal, Landesebene Hessen bin ich top dabei, zum Beispiel. Komme ich zuerst mal zu deutschen Meisterschaften, ist ja Halle oder draußen, da laufen da ganz viele Leute entweder mit einer Nummer und einem Ort darunter oder halt mit dem Namen. Ja. Und das ist wirklich so, es ist nur die Nummer und der Ort ist es meistens irgendwo in Deutschland. Und der war dann bei deutschen Meisterschaften dabei. Ich meine, der war bei deutschen Meisterschaften dabei, Und dann kommen da einige so, es ist wirklich ein Statussymbol, die Nummer tatsächlich, also der Name und die Nummer. Also es war auch wirklich bis gestern Abend noch, als Vanessa mir gesagt hat, nimm mal deinen Lieblingsgegenstand mit, dann habe ich die Nummer erst wieder abgemacht. Die war nach der Siegerehrung 2017, war die dran und wurde erst gestern wieder entfernt. Und natürlich, wenn ich jetzt aufgehört habe, werde ich es jetzt noch nicht mehr in den Rucksack ranmachen. Also jetzt entfernt und wird einlaminiert, eingetütet und irgendwo in irgendein Wertfach gesteckt. Ja, genau, das Besondere war ja hier noch Grosetto, ne? Das, genau, was du vorhin schon erzählt hast. War in Italien, nochmal für alle, die nicht aufgepasst haben. Ja. Und das ist einfach, wo gehen wir hin? Das ist einfach nur die Akkreditierungskarte. Das ist für uns Nahverkehrsausweis und im Stadion und auch das Zeichen, du bist ein Athlet, du bist ein Trainer. Du darfst nur da und dahin. Also es ist natürlich die Leute, die haben dann Zahlen 1 bis 10. Das sind natürlich dann die VIP-Gäste, Politiker, die überall hin dürfen dann. Ja, aber wenn man die dann verloren hat und es hieß dann, du musst jetzt zum Aufrufen, musst zur Dopingkontrolle und du hast das Ding nicht dabei. Das ist Lebensversicherung gewesen da tatsächlich. Echt? Gerade in Kolumbien noch schlimmer gewesen, wenn man da hätte verloren gegangen. Dann, in Kolumbien war es nicht schlimm gewesen. Also, sie haben uns das schlimmer vorgestellt, also Kali-Kartell und hier und meine, wir durften auch abends nicht raus, aber was wir gesehen haben, das war gut, das war schön anzusehen. Gerade wir hier in Norddeutschland, flaches Land, dann ist man da im Hotel, 10. Stock, oh Berg,
Aber anders halt. Das ist ja, halt komplett anderes Klima. Also war schon geil gewesen. Ja, Polen, das war auch eine gute WM oder eine sehr gute WM gewesen. Haben wir ja auf internationaler Ebene in der Jugend dann einen Europarekord sind wir gelaufen, der ein Jahr später dann nochmal bestätigt wurde von einer anderen Zusammensetzung. Also wie gesagt, der Nachwuchs ist da in der Leichtathletik-Sprint und die müssen in der Staffel angreifen. Wenn sie es einzeln leider nicht schaffen können, aber als Team können sie da auch etwas für Beine stellen. Super, danke. War ein sehr schönes Gespräch hier drüber das Essen mit dir. Ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ja, damit verabschieden wir uns von unserer neuen Ausgabe von Too Spicy. Und ja, ich würde sagen, eine gelungene Premiere für Julie. Fand ich auch. Ja, wir sehen uns dann in 3 Monaten wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.